Ja, uns gibt es ja schon seit 1911, also seit über 100 Jahren. Und schon damals war es dem Unternehmensgründer ganz wichtig, dass der Mitarbeiter hier gerne arbeitet, dass es ihm hier Spaß macht bei uns. Denn nur dann kann auch am Ende ein gutes Produkt bei rumkommen. Und daher war zum Beispiel auch, als das Unternehmen gebaut wurde, es ganz wichtig, dass es Produktionsflächen gibt, die einfach anders sind als der Standard, der bisher bekannt war. Daher hat der Unternehmensgründer ganz viel Wert darauf gelegt, dass die Produktionshallen zum Beispiel lichtdurchflutet sind, dass die Fertigungsmitarbeiter ganz viel Tageslicht haben. Ja, und letztendlich ist es so, dass die Zusammenarbeit mit der Demografieagentur uns natürlich super vorangebracht hat. Und das wäre natürlich auch im Sinne unseres Gründers Karl Benscheid gewesen, denn zum Beispiel mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement machen wir ja ganz viel für unsere Mitarbeiter. Ein Punkt, was wir zum Beispiel anbieten, ist das Thema kostenloses Obst für unsere Mitarbeiter, was wir zur Verfügung stellen. Und was wir natürlich auch noch haben, was mit Spaß verbunden ist, ist unsere aktive Pause, wo die Mitarbeiter mit verschiedenen Spielen Spaß gemeinsam haben, den Kopf frei kriegen. In der aktiven Pause kann man zum Beispiel Schach spielen oder kniffeln, aber auch verschiedene Ballsportarten ausprobieren, Wikingerkegeln machen, danach wirklich mit einem Lächeln wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren. Im Unternehmen von der Firma Fagus Grekon haben nun auch im Laufe der Jahre gemerkt, dass es heutzutage nicht mehr ist, dass man das Wissen in irgendwelchen Bibliotheken, in irgendwelchen Büchern, Regalen sich da bereitstellt. Man muss das Wissen den Mitarbeitern jederzeit zur Verfügung stellen. Wir haben da auch so ein spezielles Programm, das Zukunftsgestalterprogramm, wo Nachwuchsführungskräfte und natürlich auch Experten ihr Wissen aufarbeiten, das Wissen bereitstellen für die Mitarbeiter in allen möglichen Formen, die heutzutage halt üblich sind. Und damit freuen wir uns natürlich auch, dass wir auch die Demografieagentur als Partner dafür mitgefunden haben, dass wir dieses umsetzen können. Wir von den Staatstheatern Hannover arbeiten gerne mit der Demografieagentur zusammen. Sie helfen uns bei allen demografischen Fragen und beraten uns gut. Wir haben uns vorgenommen, die Arbeitsfähigkeit unserer Abteilungen und unserer Beschäftigten dadurch zu erhalten und eventuell auch zu erhöhen, indem wir Mitarbeiterleitbilder entwickeln. Das tun wir in mehreren Abteilungen. Unsere Mitarbeiter haben da die Möglichkeit, über Regeln, über den Zusammenhalt, über die Zusammenarbeit zu sprechen und so zu einer guten Arbeitsatmosphäre zu kommen. Und wir sind überzeugt davon und wir merken es auch, dass unsere Mitarbeiter dadurch sehr gerne und eben auch lange Zeit in unserem Betrieb arbeiten möchten. Bemerkenswert an unserem Hause sind die vielfältigen Sport- und Präventionsangebote für alle Mitarbeiter. Zum Beispiel Fitnessstudios in 3 Häusern, physiotherapeutische Betreuung in allen Häusern, Yogakurse werden angeboten und einiges mehr. Das hilft den Mitarbeitern, ihre Arbeitskraft zu erhalten, speziell auch den Mitarbeitern auf den Bühnen, die unter härteren körperlichen Bedingungen arbeiten müssen. Wir freuen uns besonders darüber, dass die Mitarbeiter in allen Häusern bei akuten gesundheitlichen Problemen physiotherapeutisch behandelt werden können. Und hoffen, gemeinsam mit der Demografieagentur diese Programme ausbauen zu können, auch in Zukunft die Wünsche der Mitarbeiter zu erfassen und diesen gesundheitlich zu helfen.